Die berufsbildenden Schulen Fredenberg sind ein anerkanntes regionales Kompetenzzentrum für technische Berufsfelder sowie für Berufe in der Pflege, im hauswirtschaftlichen, gestalterischen und sozialpädagogischen Bereich. Stolz ist Schulleiter Reinhard Behre unter anderem auf das Innovations- und Zukunftszentrum. Hier wird für die Berufsfelder Elektro- und Metalltechnik gelehrt. Module automatisierter Fertigungsprozesse sind in diversen Klassenräumen nachgebildet. Die Schülerinnen und Schüler erlernen hier den Umgang mit Technik auf dem neuesten Stand. Dabei werden Prozesse simuliert, die in ähnlicher Form im nahegelegenen Motorenwerk Beddingen ablaufen. Zu den vielen Auszeichnungen, die die BBS Fredenberg bereits erhielt, kam im Dezember 2014 in Gegenwart von zahlreichen Gästen eine weitere hinzu. Die Auszeichnung als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Doch zuvor startete die Feierstunde mit der Schulband. Ja, liebe Gäste, unsere Schule ist ein Ort, an dem sich fast die ganze Welt begegnet. Denn sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Besucher kommen aus der ganzen Welt. 36 Nationalitäten haben wir in der letzten Statistik hier bei uns festgestellt. Die berufsbildenden Schulen Fredenberg sind ein Ort, wo ein Klima des gegenseitigen Respekts herrscht und an der jeder willkommen ist, unabhängig davon, woher er kommt, welche Hautfarbe er hat oder welcher Religion er zugehört. Wir leben unserem Schulmotto: qualifizieren und integrieren. Integration. Dieses Thema griff auch Bürgermeister Marcel Bürger auf. Wenn man andere Länder sieht mit ihrer Gastfreundlichkeit, dann kann sich Deutschland daran ein Beispiel nehmen und muss diese Kulturen hier aufnehmen. Wir sind ein Land, in dem es uns gut geht und wir können diese Menschen aufnehmen. Und wir können gemeinsam mit unseren Werten, mit unseren Vorstellungen, Werte und Vorstellungen der anderen Nationen nehmen und diese zusammenbringen. Und ich glaube, dann wird die Kultur in Deutschland nur noch besser. Nur wenn wir alle Kulturen, alle Nationen, alle Hautfarben und alle Menschen auf dieser Welt vereint und alle ihre Werte und Normen, dann werden wir die freidenkende Gesellschaft, die wir uns wünschen. Dramatisch wurde es, als Nuria Labanier aus Syrien aus ihrem Leben berichtete. Wir hätten große Angst vor den Bomben. Die ganze Zeit, haben wir die Schüsse gehört und wir haben die Tote auf die Straße gesehen. Das war so. Es gab kein Wasser und keinen Strom. Man kann dort einfach nicht leben. Auch aus Sorge um ihr Kind entschied sie sich mit ihrem Mann zur Flucht aus der Heimat. Für ihre in kürzester Zeit erlangten Deutschkenntnisse erntete sie tosenden Applaus. Mein Mann und ich haben einen Kurs bei der Montessori-Schule besucht. Jetzt können wir ein bisschen Deutsch sprechen, nicht richtig Deutsch. Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, die war so bewegend, weil diese Menschen vielleicht sogar zurück wollten. Diese Menschen wollten in ihre Heimat, die ihr alle habt, die wir alle haben, sie aber nicht mehr. Sie können nicht mehr zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Und es ist verdammt schrecklich, was derzeit in Syrien und auch im Irak passiert. Ein kleiner Teil von Menschen spricht von sich als Islamisten und tötet auf brutalste Weise Kinder, Frauen und Männer. Die Menschen sind mittlerweile in Aufruhr, weil sich ein paar verwirrte junge Männer in Wuppertal Warnwesten überziehen und die Scharia-Polizei draufschreiben. Und der Zentralrat der Muslime bezieht dazu Stellung und sagt, es handelte sich lediglich um ein paar verwirrte Männer, junge Männer, und in keinem Fall um Vertreter des Islams. Der Islam ist nicht schrecklich, keine Religion ist schrecklich und die Menschen, die das ausleben, sind keine Vertreter irgendeiner Religion. Volker Barkmann von der Niedersächsischen Landesschulbehörde Braunschweig überreichte Tim Höving stellvertretend für die berufsbildenden Schulen die Auszeichnung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Zusammen mit bereits erhaltenen anderen Auszeichnungen wurde das neue Schild für das Pressefoto präsentiert. Was sind die Pläne für das aktuelle Schuljahr? Wir versuchen natürlich, das, was wir bislang auf den Weg gebracht haben, all diese Zertifizierungen,
mit Leben zu füllen. Das heißt, wir sind dabei, sie zu etablieren, so wie das heute auch angeklungen ist, so wie das heute Beispiele gezeigt haben, müssen wir das implementieren in die Schülerschaft, in die Lehrerschaft, dass das sozusagen Alltag wird. Nein zu Rassismus und ja zu Courage und Respekt im alltäglichen Miteinander. Die Schulgemeinschaft der berufsbildenden Schulen Friedenberg bemüht sich darum jeden Tag aufs Neue.